Heute sind wir hier in Schwachhausen, um gemeinsam mit dem TuS Schwachhausen eine amputierte Fußballmannschaft aufzubauen. Zudem haben wir Unterstützung von der deutschen Nationalmannschaft im amputierten Fußball, die das ganze Wochenende in Bremen weilt und sich auf die Europameisterschaft in Krakau vorbereitet, die in 2 Wochen stattfindet. Und wir können nur einen Riesendank an die Nationalmannschaft aussprechen, die uns bei der Aufgabe, eine Mannschaft hier in Bremen zu etablieren, behilflich ist und deswegen extra ihr Trainingslager hier in Bremen durchführt. Amputierten Fußball ist eine absolut rasante Sportart. Man spielt das als Feldspieler einbeinig auf Krücken. Heißt, man muss die Beinprothese ablegen und ist wirklich die ganze Zeit mit einem Bein auf Krücken unterwegs. Und der Torhüter hingegen darf noch beide Beine haben, muss aber eine Armamputation haben. Und dann spielt man auf einem Feld 60 x 40 Meter im Format 7 gegen 7. Ein Spiel dauert 2 x 25 Minuten und 2 Besonderheiten. Es wird ohne Abseits gespielt. Und das aktive Ballspielen mit der Krücke ist nicht erlaubt, das wird als Handspiel gewertet. Und sonst ist alles dabei, was den Fußball ausmacht. Da gibt es Kopfbälle, da gibt es Fallrückzieher, da gibt es Zweikämpfe und eine absolut rasante Sportart. Der amputierten Fußball ist interessant, weil er relativ komplex die Sportart mit einer weiteren Komponente versorgt, nämlich diese Krücke. Das Positionieren der Krücke, diesen Dreh- und Angelpunkt der Bewegung, der jetzt von der Hüfte eher Richtung Schulter verlagert wird, das Managen des Schwerpunktes und dass die Krücken einfach auch dann, ich sag mal, als Sportgerät zu sehen sind und der Laufweg von A nach B optimiert, beziehungsweise auch die Position zum Pass oder zum Schuss oder zur Ballannahme, Mitnahme optimal gestaltet wird von dem Athleten. Vielen Dank, dass wir mal die Chance haben, amputierten Fußball live zu sehen, weil wir ja doch den einen oder die andere in Bremen haben, die vielleicht auch Bock hat, sich aber vielleicht nicht traut. Und insofern ist es ganz gut zu sehen, dass es auch amputierten Fußball auf Nationalmannschaftsebene gibt und dass der Einstieg gar nicht so schwierig ist, wie man vielleicht am Anfang meint. Also vielen lieben Dank A für euer Engagement und B, dass ihr nach Bremen gekommen seid, weil uns das die Chance bietet, ein bisschen Werbung zu machen. Dankeschön. Der amputierten Fußball soll einfach bekannter werden in der Öffentlichkeit. Wir wollen auf uns aufmerksam machen, auf unsere Sportart und wollen damit weitere Amputierte begeistern, wieder Fußball zu spielen. Und da ist jeder Amputierte bei uns herzlich willkommen, egal ob Männlein oder Weiblein. Wir nehmen jeden herzlich auf und dafür sind wir in der Republik unterwegs und dafür habe ich das Privileg, dass ich das hauptberuflich ausüben darf bei Anpfiff ins Leben. Und da arbeiten wir gerade sehr intensiv dran und konnten in den letzten Jahren schon einige Erfolge erzielen. Wir haben 2 Komponenten. Wir haben zum einen die Öffentlichkeitsarbeit, wo wir diesen Sport eben auf die Ebene heben wollen, europäische Spitze. Das bedeutet, dass die Attraktivität zum Beispiel in der Türkei, wo Tausende von Menschen am Wochenende diese Sportart begleiten, dass wir zum einen die Öffentlichkeit produzieren und zum anderen eben auch Stützpunkte schaffen in Deutschland, wo als Ankerpunkte die interessierten Menschen aufnimmt und entsprechend in den Sport führt bzw. begleitet.